Ich erzähle euch mal, was mir passiert ist. Einmal, da hatte ich einen Vortrag gehabt in einer Moschee. Da kamen zwei Leute zu mir und haben Fragen gestellt. Die haben die Frage gestellt, einer meinte, er ist Atheist und der andere meinte, er ist Christ. Und er meinte, Jesus war besser als Mohammed, weil Jesus die Ehebrecherin nicht gesteinigt hat und Mohammed a.s.w. hat die Ehebrecherin gesteinigt. Da meinte ich zu ihm, kann ich die Frage gleich, die haben das in der Pause gefragt, die sind in der Pause zu mir gekommen, habe ich gesagt, kann ich die Frage gleich vor Publikum beantworten? Da meinte er, ja, erstmal damit gebe ich ihm das Gefühl, guck mal, wir haben nichts zu verstecken. Das, was wir sagen, ist die Wahrheit. Da kam er, da habe ich gesagt, okay, ich habe eine Frage an euch, zum Publikum, zum ganzen Publikum. Als Jibril, die den Befehl bekommen hat, das Volk von Lut, a.s., zu vernichten, wegen Homosexualität. Steht in der Bibel, da glauben die Christen dran, die Juden dran, die Muslime dran. Wäre es passend gewesen für Jibril, zu Allah zu sagen, nein, warum denn, ich will das nicht, die armen Leute? Wäre das passend für Jibril gewesen oder muss Jibril den Befehl von Allah durchführen? Juden, Christen und Muslime werden sagen, nein, Jibril muss den Befehl ausführen. Okay, wenn das so ist, das heißt, der den Befehl ausführt, ist besser als der den Befehl nicht ausführt. Richtig? Juden, Christen, Muslime werden sagen, ja. Dann habe ich gesagt, okay, das zeigt, und der sitzt dort vorne. Mohammed war besser als Jesus. Der Mohammed hat den Befehl ausgeführt, hat die Ehebrecherin gesteinigt und Jesus hat die Ehebrecherin nicht gesteinigt. Der ist so schockiert, der weiß gar nicht, was er sagen soll. Weil, deswegen kam ich ja erst mit dem Beispiel mit Jibril. Wenn Jibril den Auftrag kriegt, die ganze Stadt zu vernichten, muss er die ganze Stadt vernichten. Der kann nicht sagen, nö, ja, aber Freiheit, bla bla bla, Säkularismus und ja, die armen Menschen, die ist doch nur deren... Hallo? Was mit dem Schöpfer zu tun? Sein Befehl gilt. Okay, laut Altem Testament, die Ehebrecherin muss gesteinigt werden. Jesus hat es nicht gemacht. Also war Jesus ungehorsam gewesen. Der weiß nicht, was er sagen soll. Okay, habe ich gesagt, aber die Geschichte ist etwas anders. Erstmal, Jesus war kein religiöser Führer gewesen, in dem Sinne, dass er ein, oder war kein weltlicher Führer gewesen. Er war ein Verkünder gewesen, er hatte keine Macht gehabt, Befehle dieser Art durchzuführen. Nummer zwei, die Geschichte bei Jesus war, dass diese Frau nicht selber zugegeben hat, sondern es wurde ihr jemand vorgeführt, es wurde ihr jemand gebracht, eine Frau wurde zu ihm gebracht und es wurde gesagt, die hat Unzucht begangen. Die hat Unzucht begangen. Und sie hat nicht zugegeben, dass sie Unzucht begangen hat. Und dann hat Jesus gesagt, laut Bibel, wer noch keinen Stein geworfen hat, wer noch keine Sünde begangen hat, soll den ersten Stein werfen. Dann sind die Zeugen gegangen. Dann hat Jesus gesagt, laut Bibel, Isa, wenn sie dich nicht verurteilt haben, will ich dich auch nicht verurteilen. Das heißt, die Zeugen haben von ihrem Zeugnis Abstand genommen. Bei der Ehebrecherin, bei Mohammed, sie ist dreimal zurückgekommen und hat zugegeben auf sich selber, oder hat sich selber beschuldigt und zugegeben, dass sie Sünde begangen hat. Und dann wurde sie gesteinigt. Ist also eine komplett andere Situation. Aber, habe ich gesagt, diese Geschichte ist ein Widerspruch. Erstens, warum kommen sie zu Jesus, und fragen ihn, ob er sie steinigt? Das ist gar nicht seine Aufgabe. Du gehst ja auch nicht, wenn du Brötchen kaufen willst, in die Eisdiele. Weil Jesus hatte keine Befehlsgewalt dort gehabt in Palästina. Zweitens, diese Geschichte gibt es in keinem der ältesten Manuskripten des Neuen Testamentes, ist erfunden.
Ist erfunden, die gibt es nicht. Die ältesten Manuskripte im Neuen Testament, da gibt es diese Geschichte nicht. Wisst ihr, was passiert? Der Christ kommt zu mir nach dem Vortrag, sagt er, ja, ich habe das jetzt verstanden, hast recht, Mohammed hat es richtig gemacht mit der Ehebrecherin. Da kommt der Atheist zu mir und sagt, er will den Islam annehmen. Hä? Welchen Beweis habe ich gerade für die Existenz Allahs gebracht? Aber die Sache ist, liebe Geschwister, das Herz, die Fitra, die natürliche Veranlagung, sieht manchmal Sachen und wird überzeugt, wovon du es gar nicht weißt. Aber dazu musst du Izza, Stolz für die Religion, ausstrahlen. Wenn du dich versteckst wie diese ganzen Superverbände, sobald sie irgendwas gefragt werden, ja, nein, wir distanzieren uns, das ist ja heute ganz anders, was strahlst du damit aus? Du strahlst damit aus, meine Religion ist schwach. Denn wenn meine Religion stark wäre, könnte ich ja dazu stehen.